Servus Leute und willkommen zurück zu Let's Play Westeros Total War Dunkle Schwingen. Ja, als das Haus... Welches Haus spielen wir denn eigentlich auch nochmal? Ja genau, das Haus Tyrell. Ja, hätte jetzt schon beinahe vergessen. Unser Territorium konnten wir in den letzten beiden Parts leider nicht vergrößern und damit herzlich willkommen zum dritten Part. Ich weiß nicht, ob ich das durchziehen werde, dass ich vor jedem Part sage, wie viel das ist. Ich meine, man kann es ja letzten Endes... lesen in der Videobeschreibung. Ja, ich finde mich immer noch rein in die ganze Welt hier, also in die Welt von Westeros brauche ich mich jetzt nicht unbedingt rein zu finden, aber es ist schon auf jeden Fall was anderes als das normale Medieval und es ist auch definitiv was anderes als Third Age. Was mich jetzt mal interessieren würde, wäre, ob hier die KI auch so diese Verstärkungen bekommt, aber scheinbar nicht. Die Rotröcke sind Gott sei Dank nicht so gut. Das sind anscheinend die ganz normalen Milizionärseinheiten. So, Villas der Erbe. Der bekommt jetzt noch Verstärkung aus Alsace. Okay, das wird allerdings erst noch fertig. Genau, ich wollte ja beim letzten Mal einen Diplomaten zum Hause Martell schicken. Einfach um rauszufinden, was die so im Schilde führen. Vielleicht kann man sich mit denen ja auch irgendwie gut stellen. Weil ich meine, im Norden von uns warten ja im Prinzip nur Feinde. Hier warten die Königslande. Also hier müsste ja auch Königsmund sein, irgendwo. Das ist blöd. Hier müsste, glaube ich... Keine Ahnung gerade. Und hier wartet ja auch schon eine fette Armee von den Lannisters. Ich fürchte, dass wir demnächst da auch gleich Schlachten führen werden. Ich stehe zu Diensten. Aber ich meine zu glauben, wir waren mit dieser Runde fertig. Deswegen beende ich unsere Runde. Oh, okay, das Haus Martell kommt von selbst zu uns. Frisch aus Dorne. Ich bringe Nachricht von meinem Volk, edler Herr. Ariane Martell. Handelsrechte und Karteninformationen bieten die mir an. Ja, das... Vielen Dank. Ihr ahnt, die Zeit mit euch war sehr wertvoll. Seitenführer gestorben. Der Führer des Hauses Baratheon von Sturmkap ist tot. Mit dem Tod des Herrn von Sturmkap ist nun sein Nachfolger an die Macht gelangt. Die großen Häuser wissen nicht, ob dies nun eine schlechte oder gute Nachricht ist. Oh, das ist aber gar nicht mal so gut. Das heißt, der Renly ist tot. Neue Mission schickt einen Abgesandten zum Haus Frey. Oder Frey, oder ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Kann ich helfen, mein Herr? Ja, mein König. Ich beginne Gespräche mit den Fremden. Gut, dass ich da schon auf dem Weg morgen hin bin. Geht die Reise weiter. Stärkste Seite, Haus Lannister. Niemand bestreitet mehr die Tatsache, dass dieses Haus die mächtigste Armee von ganz Westeros in die Schlacht zu schicken vermag. Sollte seine Macht ungehindert weiter wachsen, wird schon bald eine neue Ära anbrechen. So. Und in Bitterbrück ist der Exerzierplatz fertig. Rekrutierungsbericht sieht ebenfalls gut aus. Ich würde vorschlagen, damit verstärken wir die Armee von Rosengarten um 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten. Das ist schon mal gut. Ich glaube, wir können weitaus mehr hinschicken. Eure Befehle? Wobei, nee. Ja. Passt eigentlich genau. Schick mal die Abrücken. Nach Rosengarten hoch. Wir reisen morgen weiter. Wo ist denn eigentlich der Dingens? Ah, da ist er. Wie ihr wollt, mein König. Der Maes. Der Maes, glaube ich, spricht man ihn aus. Voller Stolz, mein König. Mein König! Ah ja, jetzt brauche ich eigentlich im Prinzip keinen mehr zum Haus Martell zu schicken. Wobei doch, Moment, ich... Ryan Butterquell. Mein König. Raste hier, mein König. Ach, hier kann man gar nicht rüber? Mein König, seid ihr sicher? Na gut. Morgen geht die Reise weiter. Setze die Reise morgen Himmelshöhe. Fort, mein König. Mein König? Kaufmann. 31 Drachmen, das ist aber ganz schön wenig. Was haben wir hier? Baumwolle. Eine Siedlung erwirtschaftet Güter, die in der Region leistet, Steuern und Abgaben. 31 Drachmen pro Spielrunde wert, okay. 20 Drachmen. Na, da bin ich eigentlich hier mit den Dingens am besten bedient, mit dem Zinn hier. Errichte eine Handelsroute. Ich müsste eigentlich viel mehr Kaufleute ausbilden. Ich habe das schon das mit den Kaufleuten schon komplett verlernt, sage ich mal.
So, Heerführer Pierce. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. So, Lora setzen wir jetzt mal da rein, weil ich fürchte mal, dass die Lannisters bald angeschissen kommen. So, wir hier noch einen Übungsplatz. Armbrustschützen der Weite. Naja, jetzt können wir hier definitiv auch noch ein bisschen Truppen rekrutieren, weil ich muss schon sagen, der Loras hat jetzt nicht gerade die stärksten Einheiten. Ich glaube, einmal abgesessene Ritter und einmal Berufssoldaten könnten dabei nicht schaden. Ich habe eigentlich nur so Speerträger. Ob das so gute Einheiten sind, ist fraglich. Mein König! Ja! Mein König! Männer, marschiert! Wir errichten hier ein Nachtlager! Die haben jetzt auch nicht unbedingt so starke Truppen. Also ich weiß jetzt nicht, diese Speerträger sind jetzt nicht wirklich stark, wenn ihr mich fragt, mit zwei Angriff. Irgendwie habe ich schon ein ziemlich defensives Volk. Aber egal, wo die Lannisters auch angreifen, werden sie abwehren können. Ja. Es ist mir eine Ehre, Herr. Gut, eigentlich hätte ich gehofft, dass ich mich mit den Tullys irgendwie verbünden kann. Naja, vielleicht schaffe ich das mit den Martells. Können wir noch irgendwo Geld ausgeben? Also ich meine, gut, Geld kann man immer ausgeben, aber... Okay, im Rosengarten bauen wir gerade die besseren Wege. Wo wird denn gerade nichts gebaut? Im Alteich könnte ich eigentlich noch irgendwas bauen. Was ist denn das da? Ein Straßenzollbüro. Bonus auf Steuereinnahmen 15% und Bonus Bevölkerungswachstum 0,5. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kostet 3000. Die Farmgemeinschaft kostet allerdings 2500. Ich glaube, da baue ich lieber die. Weil das bringt auch gleichzeitig, also nicht nur Bevölkerungswachstum und... Ja gut, das hat das andere auch gebracht, aber das kostet weniger. So, gerechtfertigt. Habe ich eigentlich viele Fernkämpfer drin? Nicht wirklich. Ich muss bei Gelegenheit echt mal schauen, wie ich am besten an eine ordentliche Streitmacht komme. An einen Spion komme. So, Runde beenden. Momentan können wir nicht viel tun. Oh, Danus Piper. Mein König. So, Haus frei. Ja, bringt dir einen Vorschlag. Nein, Walder. Lord vom Kreuzweg. Bündnis. Okay, das war ja... Das war klar. Weil das ja klar ist. Seid dankbar, dass wir den Vorschlag annehmen. War das alles? Dann lebt wohl. Na ja, gut, das war irgendwie fast klar, dass... Ach du Kacke. Okay, hier muss man ja derbe Umwege in Kauf nehmen. Sofort. Raste hier, mein König. Gehen wir mal weiter gen Norden. Der Winter naht, wie wir ja wissen. Der Winter naht irgendwie immer. Wie kann ich helfen, mein König? In den ersten beiden Staffeln ist er noch nicht gekommen. Ja, mein König. Ich beginne Gespräche. Eure Befehle? Vorwärts! Wir reisen morgen. Ja, mein König. Na, wobei, die sitzen ja die Runde alle noch unterhaltsfrei drinnen. Das muss ich ausnutzen. So, was haben wir denn? Rundenbericht. Neues Familienmitglied. Mega Tyrell. Und der Exerzierplatz in Steinhall ist fertig. Kriegsknecht in Bitterbrück ebenfalls. Und Mission erfolgreich. Ihr habt zur Belohnung zwei Einheiten der Pikenträger in eurer Hauptstadt erhalten. Welche sind denn das? Ah, die hier. Pikenträger. Ja, super sind die Scheiße. Mein König! Naja, die können dann ja unterhaltsfrei da drin sitzen, denke ich mal stark. Ja! Gut, der Heerführer Fiktor. Jetzt können wir hier auch noch ordentliche Einheiten rein rekrutieren. Die sind. Die machen 5, die 4. Ja, komm. Gib ihm. Ich will eine ordentliche Streitmacht stehen haben, sollte der Lannister-Penner anrücken. Ich bin nur mit den Lannisters im Krieg, oder bin ich auch mit... Ne, ich bin mit allen Baratheon-Häusern außer den Sturmcups im Krieg. Ja, super. Und Renly ist ja auf grausame Art und Weise getötet worden. Wie, das erfahrt ihr in der Serie.
wie der genau zu Tode gekommen ist. So. Sind schon wieder fertig. Scheiße. Ihr wollt König werden? Nein, nicht Margaret. Eure Vasallen erwarten, dass ihr euch zum König ausruft und Anspruch auf den eisernen Thron erhebt. Die Kosten dafür betragen 5000 Drachmen. Wenn ihr euch zum König gekrönt habt, genießt ihr ein höheres Ansehen und habt die Möglichkeit, zum König von Westeros aufzusteigen. Aber hütet euch vor den diplomatischen Folgen, wenn ihr Anspruch auf die Krone erhebt. Möchtest du... Achso, Anspruch auf die... Erheben möchtest, klick auf den Zeigenknopf. Nee, das machen wir mal noch nicht. So, neue Mission. Schickt einen Abgesandten zum Haus Stark. Es ist mir eine Ehre, Herr. Sehr wohl, mein König. Aber natürlich, mein Herr. Nein, Setz dich hier, mein König. Setze die Reise morgen fort, mein König. Da hoffen wir mal, dass hier oben schon eine Siedlung von denen auf uns wartet. So, Rundenbericht. Neue Mission. Bekommen wir 500 Drachmen dafür. Oh ja, da ist jetzt einiges fertig geworden. Rekrutierungsbericht. Hochzeitsfeierlichkeiten. Hopper Redwine und Bionee Redwine. Und der Weg ist blockiert, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? So. Oh. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu besiegen, edler Feind. Da ist Jamie. Wie ihr wollt, mein König. Eure Befehle? So, ob das jetzt nur ein Trick ist. Es ist mir eine Ehre, mein König. Mein König! Morgen früh rücken wir weiter. Ja! Vorwärts! Heute gehen wir nicht weiter, mein König. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Gott ist mit uns, Männer! Okay, auf in die Schlacht! Brauchen zu lange. Es ist mir eine Ehre, mein König. Mein König! Die brauchen auch zu lange. Stellt Wachen auf! Wir machen hier Rast, Männer! Gut, diese nächste Runde fertig. Helmbartenträger. Coole Einheiten haben die auf jeden Fall, muss ich sagen. Mein König! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass da so ein Scheißer irgendwo anrollt. Vielleicht kann ich mich ja noch rechtzeitig rüsten, ehe die mich belagern. Zur Not machen wir halt eine Verteidigungsschlacht. Ihr werdet in einem ehrenhaften Kampf zur Rechenschaft gezogen. Allzu gute Einheiten hat er ja jetzt nicht unbedingt da drinnen. Aber er ist halt deutlich in der Übermacht. Das ärgert mich jetzt, dass ich da nicht so schnell hinkomme. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu besiegen, edler Feind. Ja, Herr. Schick mir ihn dabei rüber, während der Loras unterwegs ist. Ja, es wird jetzt mal Zeit, ein bisschen Lannisters zu klatschen. Das ist definitiv so. Stehe zu Diensten. Ja, ich werde mit ihrem Aber dass wir gleich so aufs Maul bekommen, hätte ich nicht gedacht. Raste hier, mein König. Ja, sie verpissen sich wieder. Sagt ihr mir das jetzt jede Runde, dass ich König werden kann, ja? Natürlich! Führen die Armeen zusammen! Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Übernachte hier, mein König. Okay, das wird ein bisschen dauern. Ja. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich. Stellt Wachen auf. Wollte sein Jamie doch nicht so schnell opfern, hä? So, Rundenbericht. Ereignis an der Seite. Arwen Redwine, Leighton Hohenturm. Hat einen Meister bekommen. John Fossoway auch ein Meister und Paxter Redwine ein Stadtrat. Bau abgeschlossen in Klarwas. Klarwas ist abgeschlossen. Farmgemeinschaft, okay. Der Rekrutierungsbericht sieht auch sehr gut aus. Ja, und wir machen Verluste. Das sollten wir ändern, indem wir jetzt mal den Lannisters ein bisschen einheizen. Es ist mir eine Ehre, mein König.
So, hier muss doch irgendwo eine Stadt oder sowas sein. Da sind zumindest Minen. Ich brauche so dringend einen Spy, aber ich kann, glaube ich, noch keinen ausbilden, oder? Auch nicht in einer der Städte. Nö. Vielleicht muss ich da zuerst mal... Uff, aus der Veteranen-Warenlager... Hühnerlandwirtschaft... Kriegsrecht... Eieiei. Was mich alles machen muss, ey. Künstlerstudio. Armenhaus. Ist hier einfach nur irgendwie eine Taverne oder sowas. Vergnügungspalast. Vielleicht gibt es ja gar keine Spione. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Muss doch hier Spies geben, Alter. Und Assassinen. Also hier gebe ich jetzt definitiv mal Geld für diesen Landungssteg aus, weil den finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, komm, bauen wir jetzt hier mal diesen Landungssteg. Unsere Städte müssen dringend ausgebaut werden, weil das sind wirklich die Haupteinnahmequellen. So, und hier habe ich noch keine Straßen im Arbor. So, wenn ich allzu viel bringen sollte, wenn ich hier Straßen baue. Fischerei. Steigerung von Handelsgütern. Was ist denn das hier? Ein Rekrutierungsbüro. Ja, das ist ganz cool. Eine Mühle. Bonus Bevölkerungswachstum und Steigerung von Handelsgütern. Bauen wir hier mal eine Mühle. Sind wir die Kohle eh schon wieder los. Ein Galgen. Super. Ich glaube, bis wir unsere Lande mal ausgebaut haben, vergeht echt einiges an Zeit, Leute. Ja, mein Herr? Ja, mein König. Ich beginne Gespräche mit den Fremden. Apropos. Morgen geht die Reise weiter. Ja, Herr. Sofort. Aber natürlich, mein Herr. Setze die Reise morgen fort, mein König. Okay. Ha! Sie haben die Befestigung aufgegeben, Männer! Auf sie! Ihr werdet in einem ehrenhaften Kampf zur Rechenschaft gezogen! Eure Befehle? Mein König! Männer, marschiert! Wir errichten hier ein Nachtlager! Was ich krass finde, ist, dass man hier am Anfang schon Zugriff zu vielen Armeen eigentlich hat. Wie ihr wollt, mein König! Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Die ringen mir hier einen Titel nach dem anderen ab. Das finde ich nicht cool. Dafür werdet ihr büßen. Ja, ihr habt etwas mit uns zu bereden. Oh, die sind mit dem Haus B von Sturmkap, stehen die nicht ganz so gut da? Nee, ja gut, dann entschuldigt die Störung. Wusste ich gar nicht, dass die mit denen im Krieg sind. Warum eigentlich? In der zweiten Staffel kam das auf jeden Fall noch nicht raus. Also ich habe übrigens auch die Bücher nicht gelesen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, mein König. Aber naja. Es ist mir eine Ehre, Herr. Sofort. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Grenze. Wie ihr wollt, mein König. So, die nehmen wir nächste Runde ein, aber das sehen wir leider auch erst in der nächsten Folge, Freunde. Bis dahin, ciao Leute, macht's gut.